Zweites Thema, weil wir gerade über verschobene Entscheidungen sprechen. Ich habe vorhin Frau Münstermann zitiert mit diesem schönen Satz, wo ist er hier? Fragen zur Rentenpolitik sind die, die kein Politiker wirklich wahrheitsgemäß beantwortet. Und weiter, seit Norbert Blüm, seit dem Satz, die Renten sind sicher, gab es keinen einzigen klaren Satz mehr zur Rente. Das ist ein harter Befund. Ja, aber ich finde den total geteilt. Meine Ansicht, ich habe selber zwei Söhne, ist immer so, dass ich denen, wenn ich mir die so anschaue und die sagen, wie lebt ihr mal später, sage, ja, du leg dir was beiseite und du wirst lange arbeiten müssen und vielleicht mit Freude lange arbeiten müssen. Da kommen wir vielleicht auch noch dazu. Ich finde, diese Debatte um, wann man in Rente geht, hat sich vielleicht auch einfach verändert im Laufe der Jahre. Aber dass der Staat dir dein schönes Alter in Saus und Braus gewähren kann, ist Quatsch. Und meinen Söhnen überhaupt nicht mehr. Also ich bin da ganz pessimistisch. Den Rentnern jetzt geht es noch gut, das sehen wir. Aber für die Jungen, die sind in der Debatte der in meinen Augen absolute Verlierer. Ich würde nicht mal den Satz unterschreiben, allen Rentnern geht es im Moment gut. Nicht mal den würde ich unterschreiben tatsächlich. Aber ich teile praktisch nichts von dem, was Sie gesagt haben. Das sind wir doch. Und ich will Ihnen auch sagen, warum. Das ist eine sehr gute Voraussetzung für den weiteren Verlauf dieser Sendung. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Ja. Weil wir nicht nur über Mathematik reden. Sondern wir reden zum Teil über ein Problem der Vergangenheit, miese Löhne, schlechte Renten. Unsere Auffassung ist als Sozialdemokraten, dass wir glauben, der Kern für eine solide Rentenfinanzierung ist, dass die Menschen ordentliche Gehälter haben, Steuern und Beiträge bezahlen können und die gesetzliche Rentenversicherung dann solide ist, wir weniger Sozialtransfers haben, finanziert sich ein großer Teil sogar auch noch selbst. Und das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, dann kommen noch andere Elemente dazu. Manche haben eine Betriebsrente. Wir wünschen uns, dass deutlich mehr Menschen auch ein Eigenheim erwerben könnten. Wir tun was für bezahlbares Wohnen, müssen wir dringend tun. Und dann gibt es jetzt mit der FDP vereinbart auch noch einen zusätzlichen Teil, an Kapitaldeckung. Da sind wir sozusagen eher skeptisch, was das angeht, aber das ergänzt das auch. Was wir momentan haben, ist, wir müssen Reparaturen machen, denn der Satz von Herrn Lanz war ja richtig. Wir haben ja Menschen, die in Altersarmut leben. Warum? Ja. Weil Frauen miserabel bezahlt worden sind, weil sie Phasen der Arbeitslosigkeit hatten. Da gab es die Mütterrente, die also eine... zum Beispiel, weil wir Erziehungsleistung nicht gewürdigt haben, weil wir das Problem haben mit den Rentnerinnen und Rentnern aus dem östlichen Teil unseres Landes. Da kommt eine ganze Menge zusammen, was jetzt repariert wird. Teure Reparaturkosten. Ich sage trotzdem... Der einzig vernünftige, und was Sie auch nicht bedenken müssen, wir reden nicht mehr von vor 100 Jahren, sondern wir haben Digitalisierung, wir haben Produktivitätsfortschritte. Wir werden auch da noch eine ganze Menge zustande kriegen können, wenn wir die Industriegesellschaft umbauen Richtung Klimaschutz auch, sodass die Produktivität zunimmt. Und deswegen glaube ich schon, dass die reine Zahl, wie viel Erwerbstätige unterstützen, wie viel Rentner, mathematisch was besagt, wenn man das statisch fortschreibt, so wie Ihre Modulationen bezogen auf Virusinfektionen das können. Aber bei der Rente reden wir darüber, dass wir dann ein gesundes System haben, wenn wir ordentliche Tariflöhne haben, mein Menschen Satz anständig verdienen darauf, und starke Renten. Dass man jedes Mal, wenn ein Koalitionsvertrag verabredet wird, den Menschen immer sagt, also ihr werdet nicht länger arbeiten müssen, das Niveau eurer Rente werden wir aber halten. Die Selbstständigen zahlen nach wie vor nicht wirklich ein. Also die Idee einer grundlegenden Reform und den Menschen zu sagen, es geht so nicht, weil es werden einfach weniger Menschen. Sie haben es ja vorhin vorgelesen. Demografie. Genau, da kommt jetzt Frau Schnitzer ins Spiel, die zum einen sagt, das ist der Schwachpunkt in diesem Koalitionsvertrag, dieses Thema Renten. Und mal ganz kurz die Zahlen sozusagen, diese vier Zahlen. Im Moment sind 100 Beitragszahler für ungefähr 36 Rentnerinnen und Rentner verantwortlich, Generationenvertrag. Und schon in wenigen Jahren, 20 Jahren, wird sich das komplett drehen. Dann werden dieselben 100 oder die gleichen 100 Beitragszahler für 53 verantwortlich sein. Was bedeutet das? Genau, also lassen Sie mich die Zahlen noch mal anders darstellen. Ja, gerne. Aktuell 3 Leute arbeiten für einen Rentner. Mhm. In 15 Jahren 2 Leute arbeiten für einen Rentner. Da müssen die also in 15 Jahren schon deutlich mehr. Da müssen wir schon mal deutlich mehr schultern. Und jetzt lassen Sie mich noch mal mit anderen Zahlen anfangen. Als das Rentensystem eingeführt worden ist, unter Bismarck sollte man bis 70 arbeiten. Als es dann unter Adenauer auf dieses Umlagesystem umgestellt wurde, war Renteneintrittsalter gesetzlich 65 Jahre. Das war für meine Großeltern zu viel. Alle 4 Großeltern haben entweder das Rentenalter gar nicht erreicht oder nur wenige Wochen Rente bezogen. Meine Eltern, wir hatten immer noch ein Renteneintrittsalter von 65, sind über 90 geworden. Das ist jetzt
sehr extrem. Die einen sind sozusagen vor der Zeit gestorben, die anderen haben länger gelebt, als man im Schnitt lebt. Aber das heißt einfach, wir haben über viele, viele Jahrzehnte das Renteneintrittsalter nicht verändert, obwohl sich die Lebenserwartung dramatisch erhöht hat. Und das ist ja erstmal eine gute Nachricht. Wir wollen ja alle länger leben. Und ich hoffe, ich lebe auch bis 90. Ich hoffe und wünsche Ihnen das allen auch. Aber es heißt einfach, da muss jetzt auch mehr Rente bezahlt werden. Plus, wenn ich das noch dazu sagen darf, plus wir haben weniger Kinder gekriegt. In den 60er Jahren hat eine Frau 2,3 Kinder im Schnitt bekommen. Und jetzt, die Anwesenden, ja, sind die Ausnahme. Ich weiß nämlich, viele von Ihnen haben 3 Kinder. Also wir haben unseren Beitrag zur Rente, Herr Bonkmann. Wir haben es, ja, genau. Aber inzwischen sind es noch 1,5, 1,6 Kinder. Das heißt, wir haben die aktuelle Generation, die Babyboomer, die jetzt bald in Rente gehen werden und die eigentlich, ja, hätten Kinder kriegen sollen, die haben sie nicht bekommen. Und das alles muss geschultert werden. Es gab, Frau Schnitzer, vielleicht können wir uns das einmal kurz angucken, in diesem Wahlkampf einen interessanten Moment. Da wurde in einem der Trielle über dieses Thema gesprochen. Interessanterweise spielt die insgesamt gar keine so große Rolle. Und interessanterweise sagt gerade die jüngere Generation, also ihre Söhne möglicherweise, interessiert mich aber. Das heißt, wir haben da sehr an den Leuten auch vorbei Wahlkampf gemacht, offensichtlich, auch medial. Muss man sich auch in die eigene Nase fassen. Aber es gab diesen Moment, und da sagte Olaf Scholz zum Thema Rente Folgendes. Es wird ja, wenn über Rente gesprochen wird, immer gedacht, es geht nur um die Rentner und Rentner, um die geht's, oder um die 50-Jährigen. Sondern es geht auch um die jungen Leute. Wer jetzt mit 17 die Schule verlässt, der junge Mann, die junge Frau, eine Berufsausbildung beginnt. Die zahlen 5 Jahrzehnte Beiträge. Mhm. Und die müssen natürlich wissen, ob sich das am Ende auch austrägt. Und deshalb meine ganz klare Aussage, wir müssen ihnen die Garantie geben, dass es erstens keinen weiteren Anstieg des Renteneintrittsalters gibt. Und zweitens, dass wir dafür Sorge tragen, dass das Rentenniveau auch stabil bleibt über diese Zeit. So. Frau Schnitzer sagt dazu, die Koalition verspricht die Quadratur des Kreises, wenn sie Rentenniveau, Beitragssatz und Renteneintrittsalter, sind ja die 3 Säulen, stabil halten will. Ja, dann haben wir nämlich genau die Situation, von der Sie am Anfang auch schon gesprochen haben. Aktuell geben wir ein Viertel ungefähr unseres Bundeshaushalts für die Rentenkasse 100 aus. 100 Milliarden Euro, ne? Und das waren in 25 Jahren mehr als die Hälfte des Bundeshaushalts sein, wenn wir so weitermachen wie bisher. Das heißt, wir müssen etwas tun. Und jetzt haben wir 3 Stellschrauben, an denen wir etwas tun können. Renteneintrittsalter, da haben wir schon ein bisschen was getan. Wir gehen jetzt Richtung 67. Aber noch mal, die Lebenserwartung hat sich dramatisch viel mehr erhöht. Also das heißt, das ist ein Schritt, wie wir mehr machen können. Wir können aber auch an dem Rentenniveau etwas machen. Und wir können an den Beitragssätzen etwas machen. Und jetzt werden Sie mir sagen, da gibt es Altersarmutsgefahr. Ja, ganz kurz, Wir jetzt schon aufpassen, dass wir, wenn wir über das Rentenniveau sprechen, jetzt nicht in die Altersarmut reinlaufen. Aber das ist nur ein Teil der Bevölkerung. Und wenn wir die vor Altersarmut schützen wollen, muss das nicht heißen, dass wir jetzt alle Rentner besser stellen. Also, das heißt, wir müssen auch dafür sorgen, dass es eine gewisse Umverteilung zwischen den Rentnern, den Reichen und den Armen gibt. Denn es gibt auch sehr reiche Rentner, die aktuelle Generation der Rentnerinnen und Rentner. Das bin ich ja schon näher bei Ihnen. Aber können wir einmal ganz kurz noch mal bei diesem Versprechen von Olaf Scholz bleiben? Der sagt, das, was übrigens nach meiner Einschätzung, anders als Sie gesagt haben, durchaus eine Menge mit unserem Wahlergebnis zu tun hatte. Ich bin ganz sicher, das sagen uns übrigens auch die Wahlanalysen, dass die Aussage zum Thema Rente ein Teil dessen gewesen ist, warum die SPD am Ende die Nase vorn hatte. Das habe ich nicht bestritten. Das glaube ich. Ich frage mich, das ist in der Demokratie übrigens kein schlechtes Argument. Und ich will Ihnen mit der Aber wie seriös ist denn sowas? Ja, ich will zur Seriosität mal was kommen, weil wir reden nicht nur über Mathematik. Das, was Sie gesagt haben mit der Lebenserwartung. Mein Vater ist übrigens gestorben an dem Tag, an dem er hätte in Rente gehen können. Hatte nicht das Glück. Hat auch Arbeitsbedingungen gehabt, die nicht so schön gewesen sind. Wir haben heute die Situation, dass teilweise Menschen, die hohes Einkommen haben, akademische Berufe haben, deutlich kürzer arbeiten als andere, erheblich höheres Einkommen haben, eine erheblich höhere Lebenserwartung haben. Die, die in Betrieben anfangen, mit 15 sehr viel länger arbeiten, geringere Einkommen haben, geringere Lebenserwartung haben. Das ist ein Teil der Unwucht, die wir haben. Das sagt Frau Schnitzer übrigens auch. Wir haben bei den Akademikern oft die Situation, dass sie Einkommen haben, wo sie dann natürlich ihr Eigenheim haben. Das ist gar kein Problem. Das haben andere nicht, die mit der gesetzlichen Rentenversicherung zurechtkommen müssen. Nur der Punkt ist doch der, wenn Sie das Renteneintrittsalter einfach anheben, dann haben Sie Berufe, wo das de facto eine Rentenkürzung ist, weil die gar nicht können. Weil die gar nicht so lange arbeiten können. Die Berufe haben wir immer noch. Und gleichzeitig haben wir aber auch eine Form von Produktivitätsveränderung, Digitalisierung und anderes, bestimmte Formen schwerer körperlicher Arbeit auch verschwinden.
und wir dann in der Lage sind, das anders zu handhaben. Ich sage ja nicht, dass das alles alleine reicht. Ich sage nur, der Grundstock ist eine solide gesetzliche Rentenversicherung als Generationenvertrag, wo wir nicht mehr Leute haben, die Mütterrente brauchen, weil sie miese Löhne hatten, sondern wo wir vernünftiger... Deutschland hat nur eine Chance im Wettbewerb um gute Qualität, gute Einkommen, vernünftige Produkte, die wir herstellen und nicht mit, mit mickrigen Löhnen, mit schlechten Arbeitsbedingungen. Und wenn wir das mal auf den Kopf stellen würden, weil die, Sie haben ja zwei Dinge gesagt, nämlich die demografische Entwicklung altersmäßig und die zweite Frage ist, wer soll das bezahlen? Mhm. Und die Frage, wer soll das bezahlen, würde ich gerne nochmal mit dem Satz beantworten. Momentan geben wir ganz viel Geld für Sozialtransfers aus, weil wir mickrige Renten aufstocken müssen. Das hört auf in dem Moment, wo Sie für eine anständige Arbeit einen anständigen Lohn kriegen, damit Beiträge bezahlen, keine Sozialtransfers brauchen und eine Rente haben, von der sie leben können. Das ist das Modell, über das aber wir miteinander sprechen. Aber das ist auch eine ideale Welt. Die genau. Das ist nicht eine ideale Welt, sondern es ist aber eine krasse Verbesserung für ganz viele. Und ich bin ja bei Ihnen, wenn Sie sagen, wir brauchen mehr Ausgleich, dass die mit den höchsten Einkommen und Vermögen auch mehr beitragen müssen. Da bin ich sofort dabei. Dann haben wir die Finanzierungsfrage auch ein bisschen besser gelöst. Aber in den letzten Jahren hat doch gerade die SPD interessanterweise in der Koalition, immer in der großen Koalition, ganz viel durchgesetzt, was in diese Richtung geht. Also die Grundrente war das große Projekt von Hubertus Heil in der vergangenen Koalition. Da wurde gestritten, am Ende kam sie oder ist sie da. Die Mütterrente hat wiederum Horst Seehofer, die CSU vor allem, erstritten. Die ist aber auch da. Und die CSU hat damit Wahlkampf gemacht, dass sie noch mehr Mütterrente will. Mhm. Die Rente mit 63. Also all diese Dinge hat ja die SPD in der Regierung in den letzten Jahren durchgesetzt. Das heißt, es wird schon sehr viel getan von der Richtung, die Sie beschreiben. Ein Viertel aber für die des ganz Jungen. Also ich sage ja gar nicht, es muss was für die getan werden. Ich fände es nur ehrlich, weil genau das hat Olaf Scholz ja nicht getan. Er hat zwar an die gedacht und hat dann aber gesagt, ich verspreche euch das und das und das bleibt aber gleich. Aber schauen Sie die Jungen, die zum Beispiel jetzt, um ein ganz konkretes Beispiel zu sagen, wo wir den Mindestlohn erhöhen auf 12 Euro, das hat doch eine konkrete Konsequenz für die Frage, muss ich das subventionieren, ja oder nein. Da tun Sie doch was für die Jungen. Wenn wir Tariflöhne machen, wir sagen, gleiche Lohn für gleiche Arbeit für Frauen. Wenn wir die Situation der Pflegekräfte verbessern. Das sind alles Beiträge, wenn wir die Situation für Familien verbessern, sind das alles Beiträge dafür, Jüngeren zu helfen, damit sie eine Perspektive haben, wenn sie selbst alt geworden sind, was das größte Glück ist, was man haben kann, jede Alternative ist schlechter, dass die dann auch noch eine Perspektive haben, wo die gesetzliche Rentenversicherung vielleicht nicht alleine reicht, aber jedenfalls ein besserer Grundstock ist, als wenn wir das nicht tun. Frau Schwitzer, Frage an Sie, wird das reichen? Wir haben von diesen drei Säulen gesprochen. Mhm. Wir haben von dieser schwierigen demografischen Entwicklung gesprochen. Wo könnte man ansetzen? Wir sind uns ja wahrscheinlich alle relativ einig, man sollte nicht ansetzen bei Rentenkürzungen. Das ist der schlechteste Weg. Ja, wenn Menschen ein ganzes Leben lang gearbeitet haben und auch sehr viel eingezahlt haben, warum sollten wir ihnen dann zumuten, die Renten zu kürzen? Also was können wir tun? Und wo kommen denn die Leute her, die wir dann in Zukunft brauchen? Ich habe hier mehrfach mit Hubertus Heil darüber auch debattiert. Und das ist immer so dieses Prinzip Hoffnung. Die Hoffnung, dann werden ganz viele Frauen werden plötzlich erwerbstätig und dann werden wir das schon irgendwie hinkriegen. Aber so richtig klar ist das nicht. Und wenn ich ihn frage, der Satz, die Rente ist sicher, der berühmte Satz von Norbert Blüm, der geht Hubertus Heil nicht mehr über die Lippen. Der Satz, der dann kommt, auf mehrmaliges Nachfragen auch ist, wir müssen alles dafür tun, dass sie sicher sind. Das ist sowas völlig anderes. Das heißt, wo können wir denn ansetzen? Ja, genau. Also Sie haben jetzt gleich mehrere Fragen auf einmal gestellt. Ich versuche, die mal der Reihe nach abzuarbeiten. Ja. Das eine nochmal zu Ihnen, Herr Stegner. Sie sagen, wenn wir den Leuten jetzt gute Löhne bezahlen, dann haben die vorgesorgt fürs Alter. Aber wir haben ja kein System, wo wir selber ansparen. Das wäre ein kapitalgedecktes Verfahren. Da wäre es jetzt prima, wenn wir den Leuten jetzt Geld geben, dann sparen die es an und dann können sie davon später leben. Nein, wir brauchen in Zukunft die Leute, die dann die Ansprüche, die man erworben hat, ja, Sie sagen, jetzt hat man dann höhere Ansprüche, die dann wirklich zahlen. Dafür brauchen wir Leute, die dafür arbeiten. Und da haben wir genau das Problem mit diesen in Zukunft 2, aktuell 3. Wo könnten die Leute herkommen? Da reden wir viel darüber, naja, wenn mehr Frauen arbeiten. Übrigens, Frauen arbeiten schon zu einem sehr hohen Prozentsatz. Genau. Sie arbeiten halt ganz viel in Teilzeit. Und dann muss man ja schon dafür sorgen, dass dann auch die komplementären Verfahren dafür eingesetzt werden. Wir brauchen sehr viel bessere Kinderbetreuung. Wir brauchen auch ein anderes Steuersystem. Stichwort Ehegattensplitting wäre eine eigene Sendung wert. Also wir müssen all solche Dinge machen. Das ist auch die gesellschaftliche Norm. Ne? Also bleibe ich als Hausfrau zu Hause oder und kümmere mich um die Kinder oder gehe ich arbeiten. Ja. An dem muss sich etwas ändern, wenn die sagen, will mehr Frauen sollen dazu beitragen. Die erwerben übrigens dann auch Ansprüche und das ist auch gut, weil dann sind sie selber besser abgesichert.
Das wird aber nicht viel ausmachen. Zuwanderung ist ein wichtiges Thema. Wenn jetzt Herr Scholz sagt, naja, vor Jahren, wird die Ampel auch anpacken? Vor Jahren haben wir ja auch gedacht, das funktioniert alles nicht. Und dann hat es doch funktioniert. Und es hat deswegen so gut funktioniert, weil wir viel Zuwanderung hatten in der Zwischenzeit, weil die Arbeitslosigkeit viel geringer ist. Hoffentlich bleibt die Arbeitslosigkeit so gering. Das wäre auch super. Besser in der aber Corona-Krise sie, in Deutschland als anderswo. Das stimmt. Aber wir können sie gar nicht mehr so viel weiter senken, weil sie ist schon ziemlich niedrig, selbst in der Corona-Krise. Und Zuwanderung, da müssten wir jetzt pro Jahr 400.000 Nettozuwanderung haben. 400.000 Menschen. Stellen Sie mal das, den Begriff Netto in dem Zusammenhang. Genau, das ist das Interessante. Das heißt, wir brauchen wirklich 400.000 Menschen mehr. Es kommen welche rein, es gehen aber auch immer welche raus. 10% der in Deutschland lebenden Ausländer verlassen pro Jahr das Land. Das heißt, wenn wir wirklich 400.000 netto hier haben wollen, also die wirklich hier sind und leben, dann müssen um die 1,5 Millionen Menschen jedes Jahr zu uns ins Land kommen. Mhm. Ausscheiden der CSU aus der Bundesregierung ist eine gute Voraussetzung dafür. Ne? Das ist auf jeden Fall erstmal eine Hausnummer, über die man nachdenken muss. 1,5 Millionen bräuchten wir, um 400.000 netto pro Jahr zu haben. Man sollte dafür sorgen, dass nicht so viele wieder weggehen. Integration ist an der Stelle das Entscheidende. Und wir müssen natürlich dafür sorgen, dass wir sie überhaupt hierher bekommen. Aber jetzt darf man sich da an der Stelle auch keine Illusionen machen. Wir haben die in den letzten Jahren bekommen aus Italien, aus Spanien, nach der Euro-Krise. Da ging es in den Ländern schlecht, die sind zu uns gekommen. Griechenland viele. Ja. Aber in den Ländern haben die ja genau das gleiche Alterungsproblem. Wenn denen die Leute weglaufen, wie sollen die denn ihre Rente stabilisieren? Versuchen Sie mal in Bulgarien einen Arzt zu kriegen. Also eigentlich müssen die von außerhalb der EU kommen, sonst exportieren wir nur unser Rentenproblem zu denen und lösen es auf deren Kosten. Das ist bei uns schon ein bisschen anders noch. Es ist besonders krass in Deutschland. Der Altersaufbau der Bevölkerung. Nein, das kann man nicht sagen. Sehr junge Gesellschaften anderswo. Ja, also nicht in Italien. Nicht in Italien, nein. Und nicht in Spanien. Genau. Also das sind genügend Länder. Aber es gibt Länder, wo das ist. Ja, von denen sollten wir sie dann holen. Aber wie gesagt, das sind nicht unbedingt die Länder. Aber das, was Sie beschreiben, was gemacht werden müsste, ist doch ein Querschnitt aus Dingen, die wir entweder in der Ampel vereinbart haben miteinander, gerade was Zuwanderungspolitik auch angeht, modernere Gesellschaftspolitik, oder was wir im Programm unserer Partei haben. Das, was Sie beschrieben haben, mit wie wir dann umgehen wollen mit Kinderbetreuung, mit Unterstützung von Frauen. Das sind alles Dinge, sozusagen, die wir versuchen voranzubringen, wo Reformschlau auch steht. Kurze Frage. Also ich weiß nicht, ob ich gerade nicht da war, Urlaub hatte, frei hatte oder geschlafen habe. Ich habe noch von keinem, der jetzt gerade in der Regierungsverantwortung ist, den klaren Satz gehört, wir brauchen pro Jahr 1,5 Millionen Menschen Zuwanderung in Zukunft. Das habe ich noch nicht gehört. Nein, in dieser Form wahrscheinlich nicht. Und noch nicht mal den Satz, wir brauchen demnächst 400.000. Selbst diese Zahl wird dann sozusagen so weggenuschelt, weil wir natürlich ahnen, dass das ein schwieriges Thema ist. Wir brauchen deutlich mehr Zuwanderung. Also wenn Sie die Regierungserklärung gehört haben... Sie sagt, wie machen wir das? Sie sagen 1,5 Millionen. Das werden wir vielleicht nicht so schnell schaffen, aber wir werden deutlich mehr schaffen. Wo kommen die Leute her? Mit einer Koalition, die freundlicher ist gegenüber Menschen, die mit Qualifikationen zu uns kommen. Nicht Hürden aufbauen. Woher? Wie viele? Woher? Wie machen wir das? Das ist natürlich auch ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen, weil wir dürfen das auch nicht so betreiben, dass wir anderen Ländern die Leute wegnehmen, sage ich mal, die brauchen. Also woher? Sondern die kommen wollen mit Qualifikationen und hier abgewiesen werden, die nach Amerika gehen oder China oder sonst wohin, die muss man schon gewinnen. Das gibt sie ja. Wir haben ja Bedarf. Woher? Na, letztlich außer den Ländern, die wir gerade ausgeschlossen haben. Sie haben vorhin gerade gesagt, für höhere Steuern bin ich immer zu haben. Ich sage Ihnen jetzt was. Ich habe gesagt, für einen größeren Beitrag der rein mit den höchsten Einkommen und Vermögen. Okay, ich hab vor nicht allzu langer Zeit und immer wieder auch irgendwie, wenn Sie in Amerika, in San Francisco, wenn Sie in der Bay Area, da wo die richtige Kohle verdient wird, um es mal deutlich zu sagen, wo diese jungen, talentierten Cracks sitzen, mit 300.000, 400.000, 500.000 und noch mehr Jahreseinkommen. Sie wissen schon, dass für die das Traumland definitiv nicht Deutschland ist, was Einwanderung geht. Und das hat was mit unseren Steuersätzen zu tun. Das hat was mit unseren Steuersätzen zu tun. Also nochmal, wo kommen diese Leute her? Wenn sie nach Bulgarien gehen, junge Programmierer, die für Alphabet und jetzt Meta, und wie Facebook mittlerweile heißt, und andere arbeiten, rund um Bukarest, auch viele, ganz viele junge Programmierer, die dort arbeiten, die arbeiten nicht in München oder in Hamburg oder in Berlin. Warum? Weil ihnen die Steuersätze, die Mieten, all das, was Leben bedeutet, viel, viel zu hoch sind. Ich bin regelmäßig im Gespräch mit solchen Leuten. Das verstehe ich, aber ich sag mal, bei den Mieten ist das was anderes. Ganz kurz, beim Thema bleiben. Woher kommen die Leute? Ich rede jetzt nicht, dass wir ein Steuerparadies werden für Großverdiener. Nein. Wir brauchen zum Beispiel Pflegekräfte. Auch das. Woher kommen diese Leute? Letztlich aus der ganzen Welt kommen die. Woher? Aus Ländern,
wo die Perspektiven schlechter sind als in Europa. In Deutschland waren sie nicht besonders gut. Oh ja. Afrika, Nahe Osten, zum Beispiel. Bangladesch. Ja, Bangladesch vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber ich sag mal... Wenn Sie in New York junge... In Amerika fragt man eigentlich gar nicht, wo die Leute herkommen, sondern sagt, kommt zu uns. Ich habe 3 Jahre in den USA gelebt. Amerika ist ein sehr freundliches Land gegenüber... Stimmt nicht. Doch, es sind viele nach Amerika zugewandert. Ja, natürlich, wir haben jetzt natürlich eine Antipolitik sozusagen, was Mexiko... Sie haben eine ganz harte Polarisierung, was dieses Thema angeht. Kanada schafft das zum Beispiel recht gut. Ja. Die haben ein vernünftiges System, sozusagen, wo sie eine Mischung haben aus einerseits Fachkräftezuwanderung, die sie gewinnen über so ein Quotensystem und andererseits aber auch eine humanitäre Flüchtlingspolitik. Ich will Sie da nicht in die Enge treiben. Ich verstehe, dass es da keine einfache Antwort gibt. Das ist ein sehr komplexes Thema. Aber Frau Schnitzer, woher kriegen wir die Leute? Naja, ich denke, wir müssen tatsächlich in der ganzen Welt suchen. Wir müssen dafür sorgen, dass sie hier leichter ihren Job machen können, dass die Administration auch dazu funktioniert. Das ist extrem schwer, jemanden durch Ausländerbehörde zu bekommen, sodass er wirklich hier arbeiten kann. Steuern sind doch auch ein Thema. Ich denke, an der Stelle müssen wir einfach dann auch noch mal über die anderen Stellschrauben sprechen. Denn ich habe diese Zahl ja auch deswegen genannt, weil sie so hoch ist und weil sie zeigt, das alleine wird das Problem auch noch nicht lösen. Und deswegen müssen wir schon noch mal an die anderen Stellschrauben rangehen. Sie sagten vorhin, Renten kürzen sollten wir doch vielleicht nicht. Es geht nicht darum, die Rente zu kürzen. Aber eine Stellschraube wäre zum Beispiel zu sagen, wir lassen die Rente nicht so stark steigen. Das wäre das österreichische Modell, dass man sagt, wir gehen schon mit einer schönen Rente in Rente, wenn wir das Alter erreicht haben. 48% hätten wir da zurzeit. Und dann steigt die Rente aber nicht mit dem Lohn, so wie wir das momentan machen, der Gesamtbevölkerung, sondern wir steigern es nur noch mit der Inflation. Vorausgesetzt, wie hoch ist die aktuell? Keine gute Idee. Ja, aber sagen, In Teilen haben wir das doch schon. Wenn wir das Rentenniveau nicht steigen lassen, sondern sozusagen es auf einem bestimmten Punkt garantieren, und diesen Hemmfaktor haben wir auch, das wird ja gerade diskutiert, wie groß ist die wirkliche Erhöhung dieses Jahr. Also einen Teil davon haben wir ja schon. Das ist der Nachholfaktor, weil letztes Jahr hätten die Renten ja eigentlich sinken müssen. Null haben sie nicht und das hat man jetzt wieder nachgeholt. Haben wir auch schon. Also aber jedenfalls, die Vorstellung ist ja nicht, dass man den Leuten die Rente kürzt, sondern dass man sie nicht mehr so stark steigen lässt. Und dann jetzt müssen wir wieder mit denen umgehen, wo sie sagen, ja, dann kommen die in Altersarmut. Das betrifft ja vor allem die Leute besonders stark, die besonders lange leben. Das sind statistisch gesehen die eher Reichen, die vermutlich eine Betriebsrente haben, die selber vielleicht was gespart haben, die vielleicht ein Häuschen oder eine Wohnung haben. Also das heißt, die trifft das jetzt nicht so sehr. Das heißt, ja, oder man macht sich ehrlich und sagt, wir brauchen höhere Beiträge. Oder, muss es mal jemand einfach sagen. Ist ja völlig, ist ja legitim. Wenn wir sagen, wir wollen in Deutschland dieses Niveau oder wir wollen auch im Alter so gut leben und wir wollen, dass wir das in einem Generationenvertrag machen, dann kann doch jemand einfach ehrlich sagen, dann kostet es euch mehr Aber Geld. Schauen Sie, der Punkt ist von wegen, wir wollen sehr gut leben. Also das mit dem sehr gut leben ist wirklich relativ. Ich meine das schon ernst, das ist ja kein Propagandaspruch. Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, dazu beigetragen, dass es uns so gut geht, die haben Anspruch darauf, dass sie sozusagen im Alter nicht zum Sozialamt gehen müssen und dass sie ihren Lebensstand einigermaßen halten können. Und wir arbeiten jetzt an den Voraussetzungen, dass das leichter wird und nicht schwerer. Dass wir die Fehler der Vergangenheit vermeiden. Und die Fehler der Vergangenheit waren eben zum Beispiel, Frauen nicht vernünftig zu behandeln, keine vernünftigen Löhne zu zahlen, nicht besonders gut umzugehen mit Menschen, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind, zu hohe Mieten zu haben, nichts dazu getan zu haben, dass mehr Menschen sich ein Eigenheim leisten können. Das waren Fehler der Vergangenheit. An die Fehler muss man ran. Aber nicht das System stürzen und sagen, wir machen das kapitalgedeckt. Es gibt keinen Beleg, dass auf der Welt das irgendwo funktioniert mit der kapitalgedeckten Rente. Vielleicht müssen Beiträge steigern. Oder man sagt, vielleicht ist es eine gute Idee, wenn wir werden alle älter, vielleicht wollen wir länger arbeiten, vielleicht belohnt man Leute, die das können, ja. Ja, genau, aber geht damit viel offensiver um. Die das können und wollen, die sollen gerne was davon haben. Ich bin nur dagegen, es pauschal zu machen, weil Menschen, die de facto eine deutlich geringere Lebenserwartung, die harte körperliche Jobs machen, nicht mehr können, denen zu sagen, ich kürze dir die Rente, das ist einfach unsolidarisch und nicht in Ordnung. Das, finde ich, kann man nicht machen. Aber Sie haben ja vorhin selbst das Gegenargument gebracht. Sie haben ja gesagt, die Arbeiten ändern sich. Wir werden mehr Digitalisierung haben. Weniger Leute werden im Bergbau arbeiten. Ja, aber in der Zukunft, ja klar. Und übrigens gibt es auch solche, auch das kenne ich im Bekanntenkreis, da war jemand im Bergbau und dann hat er am Ende eben umgesattelt. Gibt's also wir müssen viel mehr darauf setzen, dass Leute in so körperlich harten Berufen nicht bis ans Wir haben auch den Fehler gemacht, dass Arbeitgeber und Gewerkschaften gemeinsam Frühverrentungsprogramme beschlossen haben, die für die Leute angenehm waren, aber für die Gesellschaft natürlich eine Katastrophe war. Ich würde gerne einmal Dirk Bockmann ins Spiel bringen, weil
weil der sehr lange in den USA gelebt hat und auch dort wissenschaftlich gearbeitet hat. Was war denn für Sie der Reiz, sozusagen in die USA zu gehen? Ich ahne, dass es wissenschaftliche Gründe natürlich hat, weil man dort Forschung auf sehr, sehr hohem Niveau machen kann. Genau, also weil halt da anders Wissenschaft gemacht wird, was ich attraktiv finde. Und ich verstehe auch sozusagen diese Silicon Valley-Idee, verstehe ich, aber in der Debatte darum, wie jetzt, also wenn wir 1,5 Millionen Menschen brauchen, dann finde ich das so sehr skurril, wenn wir dabei sozusagen Albert Einstein-Klone im Kopf haben, die wir ins Land holen wollen. Weil gerade das passiert ja in den USA nicht nur. Es ist ja nicht nur so, dass die gute Leute anziehen. Das stimmt. Sondern auch ganz viele andere. Das ist halt ein totales Gemisch. Ich habe in Chicago gelebt. Also gute Leute im Sinne von hochqualifizierte Leute. Genau. Also wenn wir uns fragen, wo kriegen wir die Leute her? Und an der europäischen Außengrenze in Polen krepieren die Leute, weil wir sie nicht reinholen. Mittelmeer. Ja, und so, da frage ich mich, was ist denn das für eine Logik, wenn ganz viele Leute nach Europa wollen und auch hier arbeiten wollen und das auch machen würden? Und wir fragen uns, wo kommen denn die ganzen Leute her? Wir können doch nicht irgendwie denken, wir wollen jetzt sozusagen wie so eine Art Krake auf der Welt die intelligenten Leute da irgendwie ins Land ziehen. Das wird so nicht funktionieren. Brauchen wir nicht. Wir brauchen alle. Und dann funktioniert das. Und auch das passiert in Amerika. Ja, auch das passiert, wenn man in Chicago lebt. Das ist halt ein totales Gemisch und das funktioniert. Und überall in Amerika ist das so, mit wenigen Ausnahmen. Also regional jedenfalls oder in den Metropolen ist das jedenfalls so. Es war in der Vergangenheit ein Erfolgsrezept für die USA. Das ist es heute total. In dem Maße nicht mehr. Ja. Und ich frage mich, also dieses Bild kam immer in diese, also das bringe ich nicht zusammen. Also wenn wir Leute brauchen, übrigens in vielen Ländern in Europa, Sie hatten das ja gesagt, wie viele Kinder wir bekommen, das ist halt unterdurchschnittlich, also brauchen wir Leute. Und dann wollen ganz viele Menschen rein und dann passieren also an der europäischen Außengrenze Flüchtlingsdramen, wo einem wirklich schlecht wird, weil die Leute rein wollen. Und es kann mir doch keiner erzählen, dass wenn diese Leute reinkommen nach Europa, dass sie dann Däumchen drehen oder sowas. Und das bringe ich halt nicht zusammen. Das sind also so völlig verschiedene Welten. Und auch ein ähnliches Phänomen, wenn wir jetzt über unsere Kinder reden und deren Rente und diese Kalkulation aufmachen und überhaupt nicht auf dem Radar haben, dass auf diesen Zeitskalen uns eine Klimakatastrophe vor der Tür steht, die die ganze Rentendebatte obsolet macht. Ja? Das sind also Sachen, wo in diesem Gesamtbild, wo ich so denke, wo sind wir da?